Für die Aussaat von Erbsen, dicken Bohnen und Zuckererbsen sind wir etwas anders vorgegangen. Wir haben den Angaben auf den Verpackungen entsprechend alle paar Zentimeter mit den Fingern ein etwa 5 cm tiefes Loch vorbereitet und das Saatgut einzeln reingelegt. Nachdem wir die Samen verteilt haben, haben wir sie mit Erde bedeckt und leicht angedrückt, um sicherzustellen, dass sie guten Bodenkontakt haben. Es ist wichtig, den Boden während der Keimungsphase feucht zu halten, damit die Samen gut keimen können. Auf diese Weise legen wir den Grundstein für eine reiche Ernte an köstlichen Erbsen, Bohnen und Zuckererbsen, die wir später genießen können. Sollte es also mal nicht regnen, müssen wir momentan noch mit der Gießkanne hin und her laufen, da es noch keine Wasserversorgung gibt. Für das Problem haben wir auch schon einen Plan und wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da.